Hallo Spindelmäher-Freaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Der hat immer noch irgendwelche kleinen Piekser in seinem Shirt drin. Das piekst mich schon seit einer halben Stunde. Hier von diesem Dremel. Diese ganz feinen Härchen, die fliegen überall hin und bohren sich in die Klamotten rein und bleiben dann stecken und du siehst die nicht. Und dann pieksen die in die Haut. Gruselig. Ja, was machen wir heute? Heute bauen wir die Spindel. Die Spindel vom E-Flex zusammen. Es geht voran. Ich montiere die ersten Spindelmäherteile. Und ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut. Viel Spaß dabei. Hier die beiden neuen Ringe schon raufgehauen. Das ging relativ gut. Da habe ich jetzt immer immer umlaufend, immer ein bisschen runtergekloppt. Da sind sie drauf. Jetzt kommt eine neue Dichtung drauf. Die dichtet ab. Da gehört die hin. Cool. Wo ist denn mein Bremsenreiniger? Nochmal, upsala, Entschuldigung. Einmal schön reinigen. Ist auch gut haftet. So. Und das Zeug da aufkleben. So. Zack. Sehr schön. Sehr gut. Fertig. Mir war vor allen Dingen wichtig, die Spindeleinheit ganz neu aufzubauen. Das sind die Bolzen. Ach da. So umdreht sie. Das ist aber leicht. Oha. Dies ist aber leicht. Die muss ich einkleben. Die muss ich einkleben. Eieiei. Zack. Und trotzdem ein gewaltiges Spiel. Jetzt mache ich da eine ganz kleine Loctite. Zack. So Freaks, jetzt habe ich schon die Seiten zusammengeschraubt. 24 bis 27 Newtonmeter. Klack. Sehr schön. Passt. Bis 150. Okay.
Okay. Da ist das Teil, ne? Das neue Teil. Wahnsinn. Okay, ich habe jetzt hier ein Holz untergemacht. Das fand ich ziemlich furchtbar, ziemlich gruselig, deswegen habe ich es nicht gefilmt. Und dann habe ich hier die Schraube ein bisschen festgekloppt. Mit dem Drehmomentschlüssel ging das nicht. Ich konnte nicht gegenhalten, ich hätte das irgendwie einspannen müssen. Aber so ist auch gut. So, der ist jetzt festgekloppt. Das ist alles gut. So. Ordentlich reingedrückt. Echt Angst gehabt, dass ich hier irgendwas kaputt mache. 500 € Spindel und gleich zerschrote. Das war jetzt nicht falsch. So, das Teil hier. Das hier ist dazu da, damit das Gras über die Spindel vernünftig rausgeschleudert wird. Die ist schon durch. Ja, das habe ich schon befürchtet, dass die Gewinde nicht halten. Also muss ich hier überall jetzt ein Helikoil-Gewinde reinhauen. So, hier ist meine Helikoil-Box. Alles drin, Bohrer, Gewinderschneider. Also Helikoil ist auch echt schon eine total geniale Sache. Total genial. Absolut cool. Jetzt haben wir hier diese Helikoil-Einsätze. Das sind die längsten, die ich habe. Und die werden jetzt hier raufgesetzt auf diesen Träger. Pop. Und dann da reingeschraubt. So. Mega! Dass das Gewinde so gerade eben verschwindet. Und dann wird am Ende wird dieser kleine Mitnehmer abgebrochen. So. Zack, verschwunden. Wunderbar. Jetzt dreht man das wieder raus. Dann sitzt es traumhaft drin. Ping. Ausblasen. Ja, das sind so die kleinen Reparaturen, die man halt durchführen muss. Okay. Ach, wie schön er anzieht. Wunderbar. Es ist heute wirklich, wirklich kalt. Es ist draußen wieder alles gefroren. Sieht natürlich wieder super hübsch aus, aber es ist gruselig kalt auf meiner Werkstatt. Tschüss. Brutal. Also ich fange jetzt an mit der Walze, mit der vorderen Walze. Die will ich auseinandernehmen und auch dann nochmal zum Überdrehen geben, zu einer Dreherei geben oder hier zu einer Firma geben, weil die nämlich vom Durchmesser nicht mehr ganz gleichmäßig ist. Ich zeige es dir euch mal. Das ist die vordere Walze von meiner Spindel und ich habe die mal nachgemessen, könnt mal rankommen. So, da hat er 60,5. Okay. Der ist schmal. Aha, das Ende hier. Das Ende ist schmal. Das ist ja interessant. Das Ende ist das. Das ist breit und das ist schmal. Ja gut, das ist ein Unterschied. Da hat er 60,45 und hier hat er die Luft. Da hat er die Luft. Naja, das ist ein Millimeter. Ist ein Millimeter. Ja, ich denke, ich lasse das auch mal überdrehen.
Das macht nichts. Dann haben wir hier eine wunderschöne, gleichmäßige, glatte Oberfläche. So, jetzt schrauben wir sie erstmal auseinander. So festgerostet sein muss. Das wird einfach immer nur benutzt und nie richtig gewartet. Und wenn ich die Kiste schon mal auseinandernehme, dann mache ich das auch richtig. Und gleich werdet ihr wieder sehen, wie verpegt das ist. Verpegt, oh, es ist einfach gruselig. Kein Fett drin. Total trocken. Alte rostige Schraube rein. Das ist gut, da haue ich es noch innen kaputt. So, jetzt hauen wir auf der anderen Seite das Lager raus. Guckt hier, da kommt jetzt das Lager raus. Zack. Getrennt. Und total verrostet das Lager. Und Wasser drin, ey. Boah. Da, völlig angerostet. Dicht drin. Sehr schön. Zack. Raus mit dem Mist. Oh, Kinders. Und das ist denn der Punkt, wo ich sage, alles richtig gemacht. Das ganze Lager ist schon aufgequollen. Da ist schon, da kommt schon der ganze Dichtring. Also Schrott! Ich habe jetzt hier an der Welle eine Schlüsselfläche rangeschliffen. Ach ja, was anderes fiel mir jetzt auch nicht ein. Das ist nicht lustig. Da braucht man keinen Sport mehr. Oh, das ist echt nicht witzig. Das ist verrückt, ey. Ich glaube, die sind festgeklebt mit Loctite. Oh. 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 Mal hier, da ist so richtig heiß. Ja, ja. Seht ihr schon, Freaks? Da ist Schraubensicherung drauf. Ja, hier, da ist Schraubensicherung drauf. Ist richtig warm geworden. Ein völlig zerstörter Dichtring. Mann! So, lieber Rasenfreak, jetzt habe ich auch die hintere Walze demontiert und die kann ich jetzt auch gleich wieder montieren. So, also erstmal nimmt man... Aha, erstmal nimmt man den Ring hier, das war falsch, den Ring hier und damit schiebt man das Lager rauf. So, von beiden Seiten. Also hier den Ring. Und drückt erstmal das Lager rein. Einfach das Ding zudrehen. Bis beide am Anschlag sind. Zack. Beide am Anschlag. Ich werde jetzt wieder rausdrehen. Bisschen mehr zudrehen. Zack. Jetzt dreht man wieder raus. Sehr gut. Ring raus.
Jetzt werden als nächstes, werden jetzt die Fettkappen eingepresst. Aber vorher müssen wir sie mit Fett füllen. So. Gut, zack, darüber. So, jetzt wird die jetzt mal vorgedreht. Ups. Nee. Das machen wir anders. Zack, darauf. Jetzt wird die erstmal vorgedreht mit dem, mit der Schraube. So, andere Seite auch. Andere Seite auch. Also erstmal jetzt nur mit der Schraube vorpressen. So. Seite auf. Zack, da rein. So, vorpressen. So, jetzt wieder reindrehen und dann nachziehen. Komm. Der Simmerring vorgedrückt. Und dann wird er nachgedrückt. Gut, Anschlag wieder zurück. Vorgepresst, das muss auch noch reingepresst werden. Und zwar jetzt mit der großen Scheibe. Jetzt nimmt man hier die große Scheibe und setzt hier den Kunststoffring drauf und presst den jetzt komplett rein. So, das können wir gleich mit der Seite mal machen. Ach mal. Jetzt muss ich erstmal den jetzt wieder die andere Seite lösen. Dazu brauche ich aber eine Krimpzange, sonst kriege ich das nicht gelöst. Ich nehme hier eine Krimpzange. Aber ich halte mir jetzt die Stange fest. Und dann hoffen wir mal, reicht nicht. Ein bisschen mehr. So. Oh, das muss fest sein, Jungs. Na, komm her. So, jetzt ist die andere Seite gelöst. Sehr gut. Jetzt kommt die andere Schraube wieder raus. Ja, diese Montagehilfen drauf. So, das sind jetzt Montagehilfen auf beiden Seiten. Und jetzt wird der Simmerring bis zum Anschlag. Ja gut, der leidet ein bisschen, okay. Hilft nichts, leidet ein bisschen. Und dann ein bisschen gekrampft, okay.
Und jetzt schieben wir die Simmerringe bis zum Anschlag rein. Zack. Und zack. Fertig. Sehr gut. So, die Simmerring durchgeschoben. Kunststoff. Mache ich noch drauf. Jetzt sieht man schön, da wieder Simmerring da reingedrückt ist. Da soll auch Fett drauf. Gut. So. Zack. Kommen die beiden L-Ringe drauf. Wusch. Schön einschmattern. So. Seite ordentlich und jetzt die Dinger rauf. Nochmal kontrollieren und festschrauben. So, und dann festschrauben. Und dann bin ich fertig. Und dann ist das ganze Ding repariert. Cool, oder? Echt cool. So, das ist 35. Geht relativ schwergängig. Also das ist das, was mich immer wieder ein bisschen irritiert. Aber es ist fertig jetzt. Ja, es muss natürlich absolut spülfrei sein. So, jetzt montieren wir hier die Welle drauf. Da kommt jetzt hier die Welle drauf. Um jetzt eine Schnitthöhe von 14 mm einzustellen, müssen von diesem Plättchen hier zwei zwischen die hintere Walze und das Gehäuse gelegt werden. Also zwei von diesen Plättchen. Also ich habe jetzt noch zwei dazu gekauft. Zusammenpressen. Sehr gut. Läuft erstaunlich zäh, so eine frisch gelagerte Walze. Okay. Oh, smooth. Cool. Sehr cool. Da haben wir es. Sehr cool. So, das war's für heute.